Ich kaufe mir hier heute eine Pistole. Boah. Ja, richtig gehört. Denn wenn ich nachts alleine heimgehe, zum Beispiel vom Feiern, oder morgens ganz früh noch im Dunkeln joggen gehe, schwingt immer so ein bisschen Angst mit, dass mir was passieren könnte. Und wenn mich hier irgendwer reinziehen will, dann kann die Person mich hier reinziehen. Zur Verteidigung nutzen einige Menschen Gas- und Schreckschusspistolen. Die sind nämlich ziemlich leicht zu bekommen. Und obwohl die Verbrechen in Deutschland statistisch gesehen zurückgehen, bewaffnen sich immer mehr Menschen. Ich frage mich, kann ich mich wirklich mit so einer Gaspistole gut verteidigen? Lass mich nicht in Ruhe! Wie gefährlich sind diese Waffen? Und vor allem, fühle ich mich dann am Ende mit so einer Pistole wirklich sicherer? Gerade bin ich eher so, dass die mir selbst Angst macht, diese Waffe. Übrigens, wie ich mich ohne Gaspistole selbst verteidigen kann, lerne ich bald in einer anderen Reportage. Jetzt soll es aber um Waffen gehen. Bitte schön, was darf ich Ihnen anbieten? Ich möchte mir eine Pistole kaufen. Oh. Ja. Schreckschuss, Gassignal-Schreckschuss oder eine scharfe Waffe? Ich habe einen kleinen Waffenschein. Ah, ja. Den kleinen Waffenschein habe ich extra für diese Reportage beantragt. Und das ging überraschend einfach. Ein ausgefüllter Antrag, 92 Euro Gebühr und die Polizei hat geprüft, ob ich vorbestraft bin. Nach einigen Wochen wurde mir der Schein dann zugeschickt. In der Hand gehalten habe ich eine Waffe aber noch nicht. Für den kleinen Waffenschein braucht es nämlich keinerlei Schießtraining. Aber mehr dazu später. Da haben wir schon mal was Kleines, Feines. Eine Zuraki, türkischer Hersteller. Kurz, ich muss erst mal, das geht mir alles zu schnell. Machen wir erst das eine, dann das andere. So, dann jawohl, das ist er. Wunderbar. Mein kleiner Waffenschein erlaubt mir, Schreckschuss, Reizstoff und Signalwaffen zu führen. Was das genau bedeutet, klären wir später. Auch solche Gaspistolen darf ich führen, die man optisch kaum von scharfen Waffen unterscheiden kann. Aber während scharfe Waffen Projektile verschießen, feuert eine Gaspistole nur Knallmunition oder Reizgas ab. Ich hatte so eine Pistole noch nie in der Hand. Irgendwie fühlt es sich irgendwie gefährlich an. Also ich will hier irgendwie gerade nichts drücken. Was wir beachten müssen, dass man die Waffen nie auf den Menschen hält. Ja, ganz wichtig, immer weg. Dass sie nicht auf einen Menschen zielen. Kann ich hier drauf drücken gerade? Sie können ja gerne mal abfeuern. Ja. Oh Gott, aber passiert da was? Nein, ist nicht geladen. Oh, das ist. Ich hab da irgendwie. Jetzt? Ja. Oh Gott. Das müssen Sie daheim ein bisschen üben, dass Sie vertraut mit dem Gegenstand, mit der Waffe werden. Okay, das üben wir aber gleich. Wir gehen gleich noch zum Waffentraining. Genau. Das heißt, ich habe mich für die Waffe entschieden, einfach weil die am kleinsten und am handlichsten ist. Neben den wichtigsten Sicherheitshinweisen empfiehlt mir Stefan Bessmehn, noch ein Holster für die Pistole zu kaufen, um sie sicher bei mir zu tragen. Außerdem fehlt noch Munition. Welche Optionen habe ich jetzt an Munition? Was könnte ich da alles reintun? Also wir haben die Platzpatronen, dann haben wir die... Das ist die Platz? Das ist die Platz. Also die macht nur Krach. Boom. Nur richtig lauten Knall. Ja. Dann haben wir noch die Pfefferpatronen. Ja. Das sind die da. Das ist der gleiche Wirkstoff, der im Pfefferspray drin genau. ist. Zur Selbstverteidigung empfiehlt mir Stefan Bessmehn diese Pfefferpatronen. Die sind im Gegensatz zu anderen Gaspatronen zwar eigentlich nur zur Tierabwehr erlaubt, in Fällen von akuter Notwehr wird deren Einsatz aber vom Rechtsstaat toleriert. Ich kaufe Platzpatronen zum Üben und Pfeffermunition für den Ernstfall. Kosten mit Pistole und Holster liegen bei 183 Euro. Zum Schluss muss ich nochmal meinen Ausweis und den kleinen Waffenschein vorzeigen. Ich muss Sie gesetzlich darauf hinweisen, es ist vorgeschrieben, dass Sie nur mit kleinem Waffenschein, also mit diesem Dokument, die Waffe führen dürfen. Okay. Gell? Das muss ich Stefan Bessmehn noch unterschreiben. Der Polizei wird aber nicht gemeldet, dass ich jetzt eine Gaspistole habe. Dann packe ich das mal ein jetzt, ne? So, dann viel Erfolg, kann man nicht sagen. Auf das Sie es nie brauchen. Vielen Dank Ihnen. Gerne. Ich bin schon überrascht, wie leicht das jetzt ging. Aber was ich noch krasser finde, grundsätzlich darf ich, wie jede Person in Deutschland ab 18 Jahren, eine Gaspistole kaufen. Aber erst durch meinen kleinen Waffenschein darf ich die Waffe mit mir rumtragen. Dabei muss ich die Gaspistole verdeckt führen, also so, dass sie für andere Personen nicht sichtbar ist. Bei öffentlichen Versammlungen, in Aufzügen oder bei Veranstaltungen wie zum Beispiel Volksfesten darf ich die Waffe nicht mitnehmen. Auch im Club ist es in der Regel nicht erlaubt. In manchen Städten gibt es darüber hinaus Waffenverbotszonen, zum Beispiel an Bahnhöfen. Den kleinen Waffenschein haben in den letzten Jahren immer mehr Personen beantragt.
Während es 2018 noch ca. 610.000 registrierte kleine Waffenscheine in Deutschland gab, waren es 2021 schon etwa 740.000. Jetzt will ich aber wissen, wie man mit so einer Waffe überhaupt umgeht. Und deshalb treffe ich Kurt Bürgermeister zum Schießtraining. Er ist langjähriger Sportschütze bei der königlich privilegierten Hauptschützengesellschaft in München. Krass ist, gesetzlich vorgeschrieben ist so ein Training nicht. Ich werde aber schnell froh sein, dass ich eins mache. Nimm mal die Waffe. Ja. Und in die lauf Richtung. In die Richtung. Ja. Ja, und dann wird sie geladen. Das heißt, wir führen das Magazin ein. Jawohl. Fest reindrücken, dass es einrastet. So. Und dann nehmen wir die Waffe. Jetzt ist sie geladen. Wenn das Magazin mit Munition in der Waffe steckt, kann ich aber noch nicht sofort losschießen. Indem ich den Schaft nach hinten ziehe, schiebt sich eine Patrone in den Lauf. Dann muss ich noch einen Sicherungshebel umlegen und erst dann kann ich schießen. Bei uns natürlich ohne Projektil und nur mit lauten Platzpatronen. Trotzdem stehen wir aus Sicherheitsgründen an einem Schießstand. Zurückziehen und dann loslassen sofort. Ja, wunderbar, passt doch. Ja, Vorsicht, jetzt ist sie gespannt, aber noch gesichert. Aber jetzt müssen wir erst mal sagen, wie soll ich eigentlich schießen? Ja, schießen ist einfach. Gibt es da irgendeine Haltung? Dann stellt man sich ein bisschen breitbeinig hin. Ja, so, damit sie einen guten Stand haben. Oh mein Gott! So, und jetzt entsichern, ja? Ja. Okay, jetzt geht's los, mein erster Schuss, ja? Ja. Oh mein Gott! Das war so viel Power! Halt. Vorsicht! Die Waffe ist gespannt. Wenn Sie jetzt noch mal drauf drücken, schießen Sie das nächste Mal. Ach Quatsch! Ja? Ich muss ganz kurz einmal klarkommen und Pause. Was dampft denn da? Deswegen Böller. Das hatte so viel Wumms in der Hand. Also da kann man auf jeden Fall, jetzt verstehe ich, warum man jemanden lebensbedrohlich verletzen kann. Ja. Oh, das macht mich ein bisschen fertig. Ich finde es schon heftig. Irgendwie finde ich es aggressiv. Also, jetzt gehen Sie raus und machen den nächsten. Den nächsten? Oh Gott! Ja. Oh mein Gott, man sieht richtig das Feuer. Ja, das ist richtig. Nochmal. Oh. Und nochmal. Und nochmal. Darf ich kurz hinlegen? Nein, Magazin raus. Und jetzt können wir ab. Oh. Puh. Das ist schon ganz schön krass. Wer das nicht gewohnt ist, ist natürlich schon etwas gewöhnungsbedürftig. Total. Gebe ich ja gerne zu. Aber man kann sich auch an sowas gewöhnen. Zum Glück haben Sie mir das alles ganz genau erklärt mit den einzelnen Schritten. Weil sonst, glaube ich, erstens kann man wirklich sich selber leicht verletzen, als auch die Mitmenschen. Also es ist schon nicht zu unterschätzen. Und dass das jeder so einfach frei kriegt, finde ich krass. Gefährlich wird es vor allem, wenn man die Gaspistole mit den Platzpatronen aus der Nähe auf jemanden abfeuert. Um zu sehen, wie heftig das ist, gehen wir näher an die Zielscheibe ran. Und ich ziehe mir lieber noch eine Schutzbrille auf. Das sind jetzt ungefähr ein halber Meter. Jetzt gehen wir mal näher hin. Halber Meter, ist nichts passiert? So? Ja. Oh. Und dann schaut das so aus. Das hier ist zwar nur Pappe, aber auch bei Menschen kann der hohe Luftdruck aus der Nähe lebensbedrohliche Verletzungen hervorrufen. Das hat auch nichts mehr mit einfach abschrecken zu tun, sondern das hat mit Verletzen zu tun. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, ich würde diese Waffe gar nicht zücken wollen, weil sie so stark verletzen kann. Also in welche Situation muss ich kommen, dass ich sie zücke? Gerade bin ich eher so, dass die mir selbst Angst macht, diese Waffe. Ich übe noch ein bisschen weiter. Reingepackt und lass schnell los. Fertig? Alle Kopfhörer auf? Mit der Zeit bekomme ich zumindest etwas mehr Sicherheit. Aber reicht das wirklich, um bald auch einen Angriff abzuwehren? Und so ein bisschen Tunnelmodus. Weil sonst, ich glaube, wenn man das viel zu viel drüber nachdenkt, dann kriegt man selber Angst. Und ich glaube, Angst ist nie gut. Angst macht unsicher. Unsicher, exakt. Ja, total. Jetzt probieren wir noch die Pfeffermunition für den Ernstfall aus. Da das Gas die Augen stark reizt, machen wir das aber nicht drinnen, sondern gehen an den offenen Schießstand. Naja, zumindest halb offen. Und es reicht aber auch so, wir sind ja hier auch noch halb drinnen.
Ja, aber es geht, der Schuss geht nach außen. Okay. Und der Wind, so wie wir den Wind sehen, kommt der Wind ja von rechts. Das heißt, wir dürften hier keine Probleme haben. Aber werden wir es ein bisschen riechen? Vielleicht. Okay. Ich sicher. Nimm die Munition raus. Alles wie bisher, denke ich erstmal. Riechen Sie es? Jetzt war es Pfeffer. Na, passiert. Ich rieche es jetzt auch. Pfeffer riecht. Ich mach das Röhrchen. Pfeffer raus. Ja, jetzt gehen wir kurz raus. Ich mach's auch. Gesundheit. Also wir haben alle jetzt Husten und Niesen. Sie haben jetzt darauf geachtet, dass der Wind nicht zu uns steht. Richtig. Was kann passieren? Entschuldigung. Ich niese ein paar Mal. So, was kann passieren, wenn der Wind zu uns steht? Dann husten Sie etwas noch mehr. Ja, ne? Das auch mit Vorsicht zu genießen. Die Wirkung der Pfeffermunition kann also auch mich selbst treffen. Ich bezweifle gerade, ob ich in einer Notsituation auch noch auf die Windrichtung achten kann. Vielen Dank Ihnen. Tschüss. Ich werde heute das erste Mal mit der Waffe rausgehen. Das heißt, ich muss sie wirklich gut verstecken. Und ich will natürlich auch nicht, dass sie gesehen wird, weil da könnte Panik ausbrechen. Also wenn ich irgendein Girl oder irgendein Boy mit so einer Waffe sehe, da hätte ich schon Schiss. Auch Polizeigewerkschaften warnen davor, dass Gaspistolen kaum von scharfen Waffen zu unterscheiden sind. Deshalb müssen unsere Kolleginnen und Kollegen immer von einer scharfen Waffe ausgehen. Wenn die Waffe von jemandem gesehen wird, kann es sogar zu Polizeieinsätzen kommen. Und bei einer Meldung über einen Waffenträger fährt auch die Polizei das große Einsatzgebot auf. Darauf habe ich natürlich keine Lust. Deswegen ist es wichtig, dass man bei mir wirklich gar nichts sieht. Robin, sieht man's? Ich sehe es nicht. Der Gürtel kann auch nie abrutschen. Nö, der ist hier eigentlich fest. Zum Glück trage ich relativ viel Oversize-Kleidung. Darunter kann ich die Waffe ganz gut verschwinden lassen. Wenn ich aber im Sommer mal nur ein T-Shirt anziehen würde, wird das schon schwierig. Kompliziert wird es auch bei meinem Jogging-Outfit. Hier ist es so drin. Und wenn mir theoretisch warm wird, dann binde ich mir die Jacke einfach um. Es schleudert schon. Ich dachte so. So. Ja. So schleudert es nicht. Und dann müsste ich 1, 2, 3. Das müsste ich natürlich üben, ne? Also ich würde sie tendenziell in diesem Kasten in der Handtasche tragen, wenn ich unterwegs bin. Und abends erst an meinen Körper machen, weil jetzt tagsüber, da brauche ich das ja nicht. Und Waffenschein, ganz wichtig, habe ich mit. Sonst darf ich damit ja nicht raus. Für mich geht es jetzt das erste Mal mit der Waffe in die Öffentlichkeit. Ich will rausfinden, wie ich mich dabei fühle, die Gaspistole in der Tasche mit mir herumzutragen. Gerade bin ich noch ziemlich entspannt. Ich bin jetzt ums Eck in ein Café/Restaurant gegangen, aber nicht alleine, sondern mit dem Autor des Films, Robin. Hallo. Und das Ding haben wir auch mit dabei, hier in der Tasche. Ich fühle mich nicht sicherer, aber ich fühle mich auch nicht komisch oder unwohl. Fast vergessen. Fast vergessen. Du hast sie gerade auch vergessen. Sie ist reingegangen und hat mich alleine gelassen mit dem Ding. Stell das einfach drauf. Stimmt. Hast du sie? Stimmt. Ich habe komplett vergessen, dass ich sie mit habe, muss ich dir ehrlich sagen. Ja. Weil dann war sie hier mit mir alleine. Aber ich glaube auch, weil ja, die ist halt da so verpackt. Ich trage die nicht am Körper. Sie ist wie so ein Gegenstand, den man einfach mit sich führt. Nach unserem Restaurantbesuch wird es am Abend deutlich unangenehmer für mich. Ich will ausprobieren, ob ich mich nachts im Park mit der Waffe sicherer fühle. Wir sind jetzt am Englischen Garten angekommen und ihr seht, es ist schon komplett dunkel. Ich werde jetzt hier eine Strecke durchlaufen, ca. 15 Minuten. Und das würde ich normalerweise nie machen. Never ever. Für meinen Test trage ich die Gaspistole jetzt mit Pfefferpatronen geladen und griffbereit im Holster. Sie ist jetzt gesichert und ich habe sie ja noch nicht gespannt. Im Ernstfall müsste ich halt schnell diese. Ich kann hier direkt hingreifen, so. Okay, das ist dann ein Handgriff so, so, dann entsichern, das mache ich jetzt nicht, ziehen, zurückfallen lassen und dann kann ich schon schießen. Uff.
Normalerweise laufe ich lieber Umwege oder bezahle ein Taxi, bevor ich solche Wege alleine gehe. Ob die Gaspistole daran was ändert? Ich werde jetzt mal loslaufen. Die GoPro habe ich mit und treffe das ganze Team und euch dann auf der anderen Seite. Bis gleich. Oh, das ist unangenehm. Also es ist halt wenigstens beleuchtet, wenigstens sind hier irgendwie Laternen. Aber hier links und rechts ist halt komplett der Park, ne? Und wenn mich hier irgendwer reinziehen will, dann kann die Person mich hier reinziehen. Da steht zum Beispiel irgendwer, so ein Mann alleine rum, da hätte ich ja jetzt schon wieder Panik, ne? Da sind drei Typen, da habe ich schon wieder gar keinen Bock, ne? Die können auch mega lieb sein, trotzdem geben die mir kein gutes Gefühl. Ich will einfach nur ankommen. Ich habe gar keinen Bock mehr, hier lang zu laufen. Ich glaube, da ist das Team schon. Hallo. Hi. Mein Herz bummert richtig. Wie geht's dir? Ich habe mich überhaupt nicht sicherer gefühlt. Ich habe einfach mich gefreut, wenn ich wieder ankomme. Also es war jetzt ja noch nicht mehr der krasseste Weg. Ne? Hier waren Laternen. Es tut mir leid. Es gibt genug gute Männer. Trotzdem ist es einfach so im Kopf, dass wenn man irgendwo alleine so einen Mann stehen sieht oder man so eine Dreiergruppe Jungs sieht, dass man sich im Kopf durchmacht, okay, wenn die mich jetzt angreifen, was mache ich? Das ist krass, weil das ist durch meinen Kopf gegangen. Und ich habe dann nicht gedacht, dass ich die Pistole ziehe, sondern ich war so, ich schreie die an, dass mein Team da hinten auf mich wartet und ich renne dann einfach los. Wenn ich die ziehe, weiß ich nicht. Ich bin noch kein Profi, ich weiß nicht ganz genau, wie ich damit umgehe, nicht, dass die dann erst richtig aggressiv werden. Für heute bin ich fertig und ehrlich gesagt froh, dass wir meine Gaspistole jetzt wieder entladen und sicher machen. Dabei hilft mir nochmal Kurt Bürgermeister, der uns bei der Sicherheit beim Dreh unterstützt. Die größte Herausforderung wartet aber morgen auf mich. Jetzt die Frage an euch. Wie macht denn ihr das, wenn ihr nachts alleine nach Hause lauft? Schützt ihr euch da? Und wenn ja, wie? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Genug Theorie. Heute gehen wir in die Praxis. Ich möchte nämlich checken, wie es ist, wenn ich wirklich angegriffen werde. Kann ich die Gaspistole im Ernstfall überhaupt bedienen? Das will ich mit einem Angreifer durchspielen. Der Mann ist ausgebildeter Polizeitrainer und weiß ganz genau, was er tut. Organisiert hat die Übung Florian Lahner, ein Experte für Waffen und Selbstverteidigung. Sie bilden sowohl in der Polizei als auch im Militär Leute aus, Correct. Besonders auf naher Distanz sich zu genau. verteidigen. Genau. Und ich werde heute angegriffen, mehr weiß ich noch nicht. Okay. Sie sagen mir, was wir machen. Dann weiß ich mehr als Sie, das ist ja gut. Ja. Wunderbar. Ja, das Erste, was ich sagen würde, so aus Sicherheitsgründen, Sie müssten einfach den Schmuck ablegen und dann sind wir da sicher. Gut. Wir stoppen, wenn das dann vorbei ist oder wenn es gefährlich wird. Dann rufe ich laut Stopp und dann hören Sie beide auf. Nicht, also wirklich beide, ganz wichtig. Ne? Und dann, ja. Ja, natürlich. Ja, und dann sollte das funktionieren. Ja, gut. Okay. Florian Lahner überprüft mit mir zusammen, dass keine Munition in der Gaspistole ist und niemand verletzt werden kann. Die Situation für Sie ist jetzt also folgende. Sie waren nachts unterwegs, haben vielleicht gefeiert oder kommen spät von der Arbeit. In unserer Trainingssituation greift mich ein angetrunkener Mann an, der mich kurz vorher schon angemacht hat. Wichtig, ich kann nicht einfach weglaufen und er wird mir konkret Gewalt androhen. Zu meinem Schutz trage ich einen Helm. In der Situation habe ich die Gaspistole schon entsichert. Trotzdem müsste ich sie noch hervorholen und den Schaft nach hinten ziehen, bevor ich schießen könnte. Ich habe mir trotzdem gedacht,
dadurch, dass ich es am Schießstand gesehen habe, wie doll es auslöst, dass ich wirklich eigentlich nur im äußersten Notfall diese Pistole verwende, weil ich ja auch nicht weiß, was der Täter gegenüber mit sich trägt. Das heißt, ich musste einfach vorsichtig sein, nicht, dass es nicht noch mehr eskaliert. Ja, Sie können ja auch nicht einfach nur ziehen und schießen. Ja? Genau. Sie brauchen natürlich einen Grund, und zwar also ja, genau. Nicht nur einen persönlichen, sondern auch einen rechtlichen Grund. Aber was ist ein rechtlicher Grund, sodass ich die Gaspistole ziehen und benutzen darf? Die Polizei München schreibt uns auf Anfrage, dass ein Angriff auf Leib und Leben vorliegen muss und das Bestehen einer Notwehrlage. Die Verteidigung mit der Waffe muss erforderlich, geeignet und als das relativ mildeste Mittel geboten sein. Heißt also, eine Beleidigung ist zum Beispiel kein rechtlicher Grund, um die Gaspistole zu ziehen. Vom Kopf scheint sie mir schon willens zu sein, sich da zu schützen. Vom Praktischen sehe ich große Probleme, weil einfach die motorischen Abläufe sehr komplex werden und unter Stress natürlich. Das sind alles Bewegungen, die erfordern sehr viel Training und auch Stressresistenz. Und das trainieren Profis auch sehr, sehr lang über Jahre, bis das klappt. Hab ich dich, du Scheißbitch! Sag mir, was fällt dir ein, mich anzulämpeln und am Fuß zu laufen? Ich hab sie nicht angerempelt. Ich glaub, du brauchst doch mal fotzen. Du kriegst jetzt am Fahrrad. Willst du mal richtig wieder in der Richtung spürst, ha? Was glaubst du, du denn angepisst? Für was hältst du dich, ha? Sag mal, was hältst du denn überhaupt? Was glaubst du, wer du bist, ha? Jetzt sind wir gleich an der Kamera. Irgendetwas! Irgendetwas! Lassen Sie mich in Ruhe! Glaubst du, du kannst dir irgendetwas? Lassen Sie mich in Ruhe! Ja! Ich hab schon abgeschossen. Halleluja. Also ich hatte gedacht, krass, dass der direkt so aggressiv losgegangen ist. Man kann nichts denken, ne? Also du kannst nicht, alles, was man theoretisch durchspielt, ist vernichtet, wenn euch jemand angreift. Ich fand gut, dass sie versucht haben, sich zu bewegen. Also Mobilität ist ungeheuer wichtig. Was ich erstaunlich fand, das passiert nicht häufig, sie haben geschafft, die Waffe zu ziehen, ohne große Störungen. Er hat ihnen auch ein bisschen den Raum gelassen, ne? Das muss man schon auch sagen. Wenn sie es gezogen haben, ist die Frage, wie muss man jetzt eine Wirkung beurteilen? So wie er war, möglicherweise intoxikiert, ja, und auch aggressiv, voller Adrenalin. Meiner Einschätzung nach wäre da gar nichts passiert. Und das Pfeffer an der Stelle, es hätte mich gestört, natürlich als Angreifer. Es hätte mich hier vielleicht auch oberflächlich verletzt. Der Reizstoff hätte uns beide beeinträchtigt und Sie auch. Und ich bin ja auf Krawall gebürstet und es wäre mir sicher noch möglich gewesen, da mit dem Kopf noch zu kommen, noch zweimal drauf zu hauen. Heftig, dass ich also selbst mit dem Einsatz der Waffe den Angreifer nicht abgewehrt hätte. Und noch aus einem anderen Grund ist Florian Lahner kein Fan von Gaspistolen zur Selbstverteidigung. Das Aussehen einer scharfen Waffe berge Gefahren und man brauche ordentliches Training. Und die Wirkung ist halt im Vergleich zu den ganzen Nachteilen wie Gewicht, Versteckbarkeit, Training, ist halt die Wirkung sehr, 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 sehr begrenzt. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ein unbeabsichtigter Schaden wiederum sehr groß, weil wenn das eben auf kurze Distanz auf Gesichtshöhe abgefeuert wird, kann das sehr wohl zu einem dauerhaften Verlust von Augenlicht führen. Florian Lahner empfiehlt stattdessen Alternativen, die auch weniger reguliert sind. Pfeffergel kann im Gegensatz zu Spray zielgerichtet die Augen eines Angreifers bedecken. Taktische Taschenlampen sind so hell, dass sie auch tagsüber jemanden blenden können. Und sogar ein robuster Kugelschreiber kann helfen. Aber alles nur mit dem nötigen Training. Ja, das hat mir geholfen und ich hoffe, euch auch. Sehr gerne, dankeschön. Ich hatte meine Gaspistole jetzt 3 Tage und ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr froh, sie wieder abzugeben. Denn nur wenn man so eine Gaspistole leicht bekommt, heißt das noch lange nicht, dass man sie auch leicht bedienen kann und sich damit sicherer fühlt. Schreckschusswaffen können ziemlich gefährlich sein. Vor allem in Situationen kann es sehr schnell eskalieren, wenn der Angreifer oder die Polizei diese Waffe für eine scharfe Waffe hält. Das Fazit aller Experten, mit denen ich gesprochen habe, fiel auch eher so aus, dass ich lieber Alternativen zur Selbstverteidigung nutzen soll. Vielleicht einen Selbstverteidigungskurs? Ich glaube, das schaue ich mir mal in einer anderen Reportage an. Wenn ihr regelmäßig unsere Puls-Reportagen sehen wollt, dann lasst uns hier ein Abo da, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und leider kann einem nicht nur draußen was passieren, sondern auch zu Hause. Hier haben wir einen Film darüber gemacht, wie eine Betroffene von ihrem Ex-Partner geschlagen wurde. Und hier gibt es einen Film über Anlaufstellen bei häuslicher Gewalt. Tschüss, passt auf euch auf.